Ja, die Flüchtlingspolitik und die Wahlen in Griechenland dominieren die Nachrichten und überschatten andere lokale Themen. Und dennoch dreht sich die Welt auch in Hannover weiter. Am Freitagabend, da wurde der Anbau des Sprengelmuseums vor rund 600 geladenen Gästen eröffnet. Von Bunker und Betongrab war dann keine Rede mehr. Der Anbau hatte allerdings insgesamt 35,7 Millionen Euro gekostet. Ministerpräsident Weil nannte die neue Adresse einen Schatz für Hannover. Meine Kollegin Helga Kania mit einem Blick auf diesen neuen Schatz Hannovers. Endlich ist es soweit. 600 geladene Gäste aus Politik und Kultur waren anwesend, als der Anbau am Hannoverschen Sprengelmuseum am 18. September von Oberbürgermeister Stefan Schostock und Ministerpräsident Stefan Weil eröffnet wurde. Die Vollendung des Sprengelmuseums, da hat man sich seit 45 Jahren den Kopf zerbrochen. Wir hatten dann aber vor 8 Jahren die Chance, Nägel mit Köpfen zu machen und haben das zwischen Stadt und Land einfach durchgezogen. Und das war ja kein einfaches Projekt. Aber wenn man hier so herumgeht, wenn man es von innen und von außen sieht, dann habe ich das sichere Gefühl, es hat sich gelohnt. Alle Planer und Verantwortlichen zeigten sich begeistert von den neuen Räumlichkeiten. Ausgestattet mit einem aufwendigen Lichtkonzept sind die tanzenden, swingenden Räume des Schweizer Architekturbüros eine Bühne für die Kunst. Ich habe ein wirklich ganz beschwingtes Gefühl, vielleicht motiviert durch die tanzenden Räume. Und ich habe auch den Eindruck, dass es einfach einen ganz frischen Wind hier in dem Museum gibt. Und ich freue mich einfach, dass wir diesen tollen, großartigen Museumsbau haben und noch mehr dieser großartigen Sammlung präsentieren können. Es ist wie eine leere Leinwand, vor der der Künstler steht, und wir müssen sie füllen oder dürfen sie füllen. Und es ist schon ein Bespielen, das ist immer wieder ein neues Ausprobieren, was lässt sich den Räumen entlocken. Also wenn Sie mit Künstlern zusammenarbeiten, ist es immer faszinierend, wie sie die Räume verändern und uns ganz neu wahrnehmen lassen. Und das macht natürlich Spaß. 10 Künstler hatten die Aufgabe, die neuen Räume zu bespielen, sie mit Leben zu füllen. Jeder Raum wurde anders gestaltet. Letztendlich ging es darum, Verbindung vom alten Museumsteil zu den lichtdurchfluteten Decken der neuen Räume zu schaffen. Der Museumsanbau dient aber nicht nur der Erweiterung der Ausstellungsfläche. Notwendige Seminar- und Arbeitsräume und Archive wurden gebaut. Und ganz am Ende soll es ja nicht um die Räume gehen, sondern um die Kunst. Und die Räume sollen der Kunst dienen. Und ich glaube, dafür sind jetzt die besten Voraussetzungen geschaffen. Ganz abgesehen davon, dass mir übrigens auch das Äußere dieses neuen Sprengelmuseums gut gefällt. Das ist ja bekanntlich hoch umstritten, aber ich stehe dazu. Mir gefällt's. Nicht nur über die Fassade wurde diskutiert und gestritten. Viele Elemente mussten gesondert hergestellt werden und verteuerten das Projekt. Die Kulturdezernentin musste sich viel Kritik gefallen lassen. Jetzt Lob und Begeisterung von allen Seiten. Ein schöneres Happy End ist kaum möglich. Wenn ich ums Haus gehe oder im Haus herumgehe, dann denke ich mir, jede Minute Ärger und jede Stunde Arbeit war es wert. Und ich glaube, das werden ganz viele Menschen auch so sehen.